Weihnachten steht vor der Tür. Das heißt Geschenke, Kerzen am Weihnachtsbaum, Unmengen von leckerem Essen, Weihnachtslieder, Plätzchen und eine Krippe. Maria, Josef, Hirten, Könige, Ochs, Esel, Schafe, Engel und natürlich das Jesuskind. Damit haben wir alles, was zur Weihnachtsgeschichte gehört. Aber was ist eigentlich historisch dran an der Weihnachtsgeschichte? Ist sie vielleicht nur ein Mythos, eine sinnstiftende Geschichte von der Geburt des Erlösers, des Retters der Welt? In jedem Fall ist sie die Grundlage für unser heutiges Weihnachtsfest. Auch wenn in ihr nichts steht vom Weihnachtsbaum oder von Lebkuchen und leider auch nichts von Glühwein oder Gänsebraten. Schauen wir mal, was sich mit Mitteln der Geschichtswissenschaft über die Weihnachtsgeschichte sagen lässt. Die Geschichtswissenschaft versucht, die historischen Fakten zu ermitteln, indem sie die Quellen kritisch prüft. Welche Quellen haben wir? Was sagen sie? Und wie zuverlässig sind sie? Für die Weihnachtsgeschichte haben wir zwei Quellen: das Evangelium nach Matthäus und das Evangelium nach Lukas. Sie erzählen zwei verschiedene Geschichten. Schauen wir uns die erstmal genauer an. Lukas erzählt von einer Volkszählung, die der römische Kaiser Augustus veranlasst. Josef aus Nazareth muss sich daraufhin nach Bethlehem aufmachen, um sich zählen zu lassen. Denn als Nachkomme des großen Königs David stammt er aus Bethlehem. Josefs Frau Maria ist schwanger und muss mit. In Bethlehem kommt ihr Kind zur Welt. In einem Stall in einer Futterkrippe, weil es nirgends sonst Platz gibt. Lukas berichtet dann noch von Hirten, die in der Nacht der Geburt in der Nähe auf einem Feld wachen. Ihnen erscheint ein Engel und verkündet die Geburt des Heilands, des Retters der Welt. Die Hirten machen sich auf zu dem Stall, finden das Kind und die Mutter und erzählen ihr alles. Auch Matthäus berichtet, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Der Rest der Geschichte geht aber anders. Weise aus dem Morgenland kommen nach Jerusalem zu König Herodes, denn sie haben einen Stern aufgehen sehen, der einen neugeborenen König der Juden ankündigt. Herodes fürchtet einen Konkurrenten und lässt seine Theologen in den Heiligen Schriften nachforschen, wo genau dieser Messias zur Welt kommen soll. Sie finden eine Prophezeiung des Propheten Micha, der Bethlehem nennt. Herodes schickt die Weisen also nach Bethlehem. Als sie sich aufmachen, ist der Stern wieder da und führt sie bis in das Haus, in dem Maria und das Kind sind. Sie fallen vor dem Kind auf die Knie, beten es an und schenken ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Weil sie in einem Traum gewarnt werden, sagen sie Herodes nichts und ziehen wieder zurück in ihre Heimat. Also, unsere beiden Weihnachtsgeschichten stimmen in Grundzügen überein. Die Zeugen der Geburt sind unterschiedlich. Lukas Hirten bekommen die frohe Botschaft von einem Engel verkündet, Matthäus Weise folgen einem Stern. Wie zuverlässig sind diese Geschichten nun? Hier scheiden sich die Geister. Denn die Evangelien wurden von Anhängern Jesu geschrieben, von Christen. Und das heißt in diesem Fall natürlich, dass sie nicht einfach objektiv, distanziert und sachlich Geschichte schreiben wollten, sondern sie wollten ihren Erlöser verkünden und ihren christlichen Glauben verbreiten. Der historische Wahrheitsgehalt der beiden Weihnachtsgeschichten ist deshalb heiß umstritten. Wer die historische Zuverlässigkeit der Weihnachtsgeschichten bezweifelt, muss plausibel erklären können, wie sie entstanden sind. Dass beide Evangelisten einfach bewusst Lügengeschichten erzählt hätten, ist unwahrscheinlich. Wer dagegen für die historische Glaubwürdigkeit der Berichte eintritt, der muss zeigen, dass sie sich gut in das einfügen, was wir aus außerchristlichen Quellen sonst von den Ereignissen und ihrem historischen Kontext wissen. Schauen wir uns exemplarisch drei Streitfragen an. Wurde Jesus wirklich in Bethlehem geboren? Gab es tatsächlich einen Stern, der die Geburt Jesu ankündigte? Und was hat es eigentlich mit den heiligen drei Königen auf sich? Es ist ein Rosensprungen aus einer Wurzel zart.
kommen wir zuerst zu der großen Streitfrage der neutestamentlichen Bibelforschung, wenn es um die Weihnachtsgeschichte geht, dem Geburtsort Jesu. Die meisten Forscher heute gehen davon aus, dass Jesus nicht in Bethlehem geboren wurde, sondern in Nazareth. Und das, obwohl Lukas und Matthäus übereinstimmend von Bethlehem berichten. Wie kommen die Forscher darauf? Drei Gründe. Im ältesten Evangelium, dem Evangelium nach Markus, wird Jesus immer als Jesus von Nazareth vorgestellt. Nazareth wird als die Patris Jesu bezeichnet, was sowohl Heimat als auch Geburtsort bedeuten kann. Von Bethlehem ist keine Rede. Auch das Johannesevangelium geht wohl von Nazareth als Geburtsort Jesu aus. An einer Stelle wird im Volk diskutiert, woher der Messias kommen soll. Einige sprachen: Soll der Christus etwa aus Galiläa kommen? Sagt nicht die Schrift, aus dem Geschlecht David und dem Ort Bethlehem, wo David war, kommt der Christus? Ansonsten schweigt das Johannesevangelium zum Geburtsort Jesu. Lukas und Matthäus könnten Bethlehem als Geburtsort erfunden haben, weil er besser in ihre Geschichte passte. In der Antike war es zur Lobpreisung von Herrschern gang und gäbe, ihre Geburt als schicksalsträchtig und vorbestimmt zu kennzeichnen. Der Prophet Micha hatte ja Bethlehem bereits als Geburtsort des Messias vorausgesagt. Bethlehem erweist Jesus außerdem als legitimen Nachkommen König Davids, der ja auch in Bethlehem geboren wurde. Heißt das, dass Lukas und Matthäus uns bewusst Lügengeschichten aufgetischt haben? Das wohl nicht. Sie waren vielmehr überzeugt, die Propheten haben es prophezeit, also muss es auch geschehen sein. Es gibt aber auch Forscher, die an Bethlehem als Geburtsort Jesu festhalten. Hier ihre vier wichtigsten Argumente. Die Idee, dass Markus und Johannes Nazareth als Geburtsort stillschweigend voraussetzen, weil sie nichts anderes erzählen, ist ein sogenanntes Argumentum e silentio, ein Argument aus ihrem Schweigen heraus und damit für sich genommen relativ schwach. Beide Evangelien haben keine Geburtsgeschichte. Und damit haben sie auch keine, die für Nazareth spricht. Auch die eben zitierte Johannesstelle kann man anders lesen. Johannes weiß von Bethlehem als Geburtsort, als er die Leute kritisch fragen lässt, wie Jesus denn der Messias sein kann, wenn er doch in Galiläa geboren ist und nicht in Bethlehem. Das Argument lautet, Johannes setzt hier, wie öfters in seinem Evangelium, Ironie ein. Das Gegenteil des Einwandes der Gegner stimmt. Demnach ist Jesus also in Bethlehem geboren. Es ist reine Spekulation, dass die Evangelisten eine Bethlehem-Geburtsgeschichte erfinden mussten, damit Jesus ins Messias-Schema und in die Micha-Prophezeiung passt. Genauso gut möglich ist die umgekehrte Reihenfolge. Es gab einen Bericht über Jesu Geburt in Bethlehem und daraufhin suchten Lukas und Matthäus nach Prophezeiungen im Alten Testament, die diesen Bericht bestätigten. Die Verehrung Bethlehems als Ort von Jesu Geburt ist sehr alt. Wir können sie durch Kirchenväterquellen bis in die Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christus zurückverfolgen. Wir haben also nicht nur mit den beiden Evangelien von Matthäus und Lukas zwei unabhängige Zeugnisse für Bethlehem als Geburtsort Jesu, wir haben auch im 1. Jahrhundert nach Christus kein einziges Zeugnis, das dem widerspricht. Tuschen die Tadestelle. Kommen wir zu einem weiteren Bestandteil unseres Mythos. Im Matthäusevangelium zeigt ein Stern die Geburt Jesu an. Gab es diesen Stern wirklich? Was lässt sich aus wissenschaftlicher Perspektive über ihn sagen? Zunächst einmal gehen sehr viele Bibelwissenschaftler davon aus, dass die Frage falsch gestellt ist. Ihrer Meinung nach handelt es sich beim Stern von Bethlehem um eine theologische Aussage, nicht um eine historische oder astronomische. Gemeint ist damit, den Stern von Bethlehem gab es nicht wirklich. Er wurde in die Geschichte eingebaut, so wie der Geburtsort Bethlehem, um die Besonderheit von Jesus zu betonen. Nach jüdischer Tradition nämlich wird der Messias durch einen Stern angekündigt. Allerdings gibt es immer wieder Bibelwissenschaftler oder Astronomen, die glauben, den Stern von Bethlehem doch gefunden zu haben.
Zum Beispiel der Wiener Astronom Konradin Ferrari d'Occhiepo. Seiner Meinung nach handelte es sich beim Stern von Bethlehem um eine dreifache Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische zum Jahreswechsel von 7 auf 6 vor Christus. Warum soll das der Stern von Bethlehem gewesen sein? Er nennt drei Gründe. In der nahe Babylon gelegenen Stadt Sippa gab es zu dieser Zeit ein Observatorium. Dort hat man Keilschriften gefunden, die zeigen, dass man diese Dreifachkonjunktion tatsächlich vorausberechnen konnte. Es ist gut möglich, dass man dieses Phänomen mit der Geburt eines jüdischen Königs in Verbindung brachte. Denn Jupiter stand für den babylonischen Hauptgott Marduk und war Königsplanet, und Saturn war kosmischer Repräsentant der Juden. Dieses Phänomen könnte die Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem geführt haben. Von Herodes auf Bethlehem verwiesen, könnten sie dort ein sogenanntes Zodiakallicht gesehen haben. Ein diffuser Lichtstrom, der von Jupiter auszugehen schien und der 2 Stunden lang vom Einbruch der Dunkelheit bis zum Aufgang des Mondes als Lichtkegel am Horizont leuchtete. Übrigens, wer sich eben gefragt hat, Moment mal, wieso 7 vor Christus? Jesus wurde doch im Jahr 1 geboren. Nein, wurde er nicht. Die Berechnung von Christi Geburt, auf der unsere Jahreszählung basiert, stammt aus dem 6. Jahrhundert von dem Mönch Dionysius Exiguus und ist fehlerhaft. Die meisten Forscher gehen heute davon aus, dass Jesus zwischen 7 und 4 vor Christus geboren wurde. Es könnte also sein, dass dem Stern von Bethlehem ein tatsächliches astronomisches Phänomen zugrunde lag. Aber das ist natürlich hochspekulativ. Santa Baby, and hurry down the chimney tonight. Mit dem Stern kamen auch die Weisen aus dem Morgenland. Vor allem Kinder dürfen sich freuen, dass es sie gibt, denn auf ihnen basiert der Brauch, dass es an Weihnachten Geschenke gibt. Yes! Was wissen wir aus dem Matthäus-Evangelium über die heiligen drei Könige? Sie waren nicht heilig, es waren keine Könige und sie waren auch nicht unbedingt drei. Es handelte sich stattdessen um Magoi, um Magier oder Weise, wahrscheinlich Sterndeuter aus dem Orient. Ihre Dreizahl wird in der kirchlichen Tradition aus der Zahl der Geschenke hergeleitet, die sie dem Jesuskind mitbrachten. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und weil die Geschenke so kostbar waren, mussten es einfach Könige sein. Irgendwann haben sich dann auch Namen der Könige eingebürgert, nämlich Kaspar, Melchior und Balthasar. Sie wurden wahlweise entweder als ein Afrikaner, ein Europäer und ein Asiate dargestellt oder als ein junger Mann, ein Mann mittleren Alters und ein alter Mann. Beides diente dem Zweck, die symbolische Bedeutung der heiligen drei Könige deutlich zu machen, als Repräsentanten der ganzen Menschheit, die sich auf dem Weg zum Retter der Welt aufmachte. Aber gab es die Weisen aus dem Morgenland überhaupt? Undenkbar ist es nicht. Immerhin gab es ja, wie schon gesagt, dieses Observatorium in Sippa. Die Weisen könnten, wenn es sie denn gab, von dort gekommen sein. Die ganze Geschichte mit den Sternendeutern steht und fällt aber mit einer anderen, viel deutlicher historisch fassbaren Figur, König Herodes. Der lässt die Weisen ja nach dem Kind suchen. Sie werden allerdings im Traum gewarnt, Herodes nichts von ihrem Fund zu berichten. Herodes lässt daraufhin alle neugeborenen Kinder in Bethlehem umbringen. Jesus entgeht dem nur dadurch, dass Josef Maria und das Kind nimmt und mit ihnen nach Ägypten flieht. Das Problem ist allerdings, außerhalb des Matthäus-Evangeliums gibt es keine einzige Quelle, die den Kindermord von Bethlehem bestätigt. Nicht einmal der jüdische Historiker Flavius Josephus, der über diese Zeit schreibt, erwähnt ihn. Die meisten Experten gehen deshalb davon aus, dass es den Kindermord in Wirklichkeit nie gab. Eine Minderheit hält dagegen und weist darauf hin, dass der Kindermord in das Bild passt, das sich die Forschung von Herodes gemacht hat. Herodes ließ im Jahr 7 vor Christus seine beiden Söhne wegen angeblicher Verschwörung hinrichten. Und er ließ eine Gruppe von Pharisäern ermorden, die eine Weissagung über das Ende seiner Herrschaft verbreitete.
Herodes mag nicht so brutal gewesen sein, wie die Bibel ihn schildert. Aber Angst vor Thronkonkurrenten und Messias-Prophezeiungen scheint er gehabt zu haben. Also doch ein Kindermord in Bethlehem? Warum aber schweigt dann Flavius Josephus? War ihm das kleine Dorf Bethlehem keine Erwähnung wert? Wie schon bei der Sache mit dem Stern, ist die Sache mit den Weisen aus dem Morgenland kompliziert. Wir wissen es einfach nicht genau. Die Geburt Jesu in Bethlehem, der Weihnachtsstern, die Weisen aus dem Morgenland, das alles könnte sich ungefähr so abgespielt haben, wie es die beiden Weihnachtsgeschichten schildern. Es könnte aber auch anders gewesen sein. Mit den Mitteln der Geschichtswissenschaft, mit denen wir uns die Weihnachtsgeschichten angeschaut haben, lässt sich das einfach nicht sicher sagen. Die meisten Experten dürften sich darin einig sein, dass es sich um ein unentwirrbares Ineinander von Geschichte und Theologie handelt, von historisch überliefertem und gedeutet Erfundenem, und dass die Frage, was denn nun eigentlich wirklich geschehen ist, extrem schwer zu beantworten ist. Das ist kein Zufall. Denn es handelt sich bei den beiden Weihnachtsgeschichten um gedeutete Geschichte. Fakten und Deutung sind von Anfang an ineinander verwoben. Typisch Mythos. Lukas und Matthäus haben mit der Weihnachtsgeschichte einen Mythos begründet. Eine sinnstiftende Geschichte von der Geburt des Retters, der der Welt endlich den Frieden bringen wird. Und völlig egal, ob das nun historisch zuverlässig ist oder nicht, ich finde, wir können diese Friedensbotschaft auch heute noch ziemlich gut gebrauchen. Deshalb muss auch in diesem Jahr Weihnachten nicht ausfallen. Und auch wenn manches nicht oder nur vage in der historischen Überlieferung begründet liegt, sollten wir Weihnachten trotzdem feiern. Mit allem, was dazugehört. Ihnen allen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit.